Sechstes Kapitel. Ährenrupfen am Sabbat. An einem Sabbat ging er durch Kornfelder. Seine Jünger rupften Ähren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen davon. Da sagten einige Pharisäer: Warum tut ihr, was am Sabbat verboten ist? Jesus entgegnete ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und seine Begleiter hungerte, wie er in das Haus Gottes ging, die Schaubrote, die doch nur die Priester essen dürfen, nahm und aß und auch seinen Gefährten davon gab? Dann fuhr er fort: Der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat. Heilung am Sabbat. An einem andern Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Dort war ein Mann, dessen rechte Hand verdorrt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer gaben Acht, ob er am Sabbat heile, um einen Grund zu einer Anklage gegen ihn zu finden. Doch er kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Manne mit der verdorrten Hand: Steh auf und stelle dich in die Mitte. Er stand auf und stellte sich hin. Dann sprach Jesus zu ihnen: Ich frage euch, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Ein Leben retten oder umkommen lassen? Er schaute sie alle ringsum an und sprach dann zu dem Manne: Streck deine Hand aus. Er tat es, und seine Hand ward wiederhergestellt. Da gerieten sie vor Wut ganz außer sich und berieten miteinander, was sie Jesus antun könnten. Wahl der 12 Apostel. In jenen Tagen ging er weg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht brachte er im Gebete mit Gott zu. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und dessen Bruder Andreas, ferner Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Simon mit dem Beinamen der Eiferer, Judas, den Bruder des Jakobus, und Judas Iskariot, der sein Verräter wurde. Die Bergpredigt. Mit ihnen stieg er hinab und machte auf einem ebenen Platze Halt. Eine große Schar seiner Jünger und eine zahlreiche Menge Volkes aus ganz Judäa, Jerusalem und dem Küstenlande von Tyrus und Sidon waren herbeigeströmt, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Die von unreinen Geistern geplagt waren, wurden geheilt. Alles Volk suchte ihn anzurühren, denn eine Kraft ging von ihm aus und machte alle gesund. Seligpreisungen und Wehrufe. Da richtete er seine Augen auf seine Jünger und sprach: Selig, ihr Armen, euer ist das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, verstoßen und schmähen und euch um euren guten Namen bringen, um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tage und frohlocket, denn sehet, groß ist euer Lohn im Himmel. Ihre Väter haben es ja mit den Propheten ebenso gemacht. Aber weh euch, ihr Reichen, ihr habt schon euren Trost. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, ihr werdet hungern
Weh euch, die ihr jetzt lacht, ihr werdet trauern und weinen. Wehe, wenn alle Welt euch umschmeichelt. Ihre Väter haben es ja mit den falschen Propheten ebenso gemacht. Feindesliebe. Aber euch, meinen Zuhörern, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen und betet für die, die euch verleumden. Schlägt dich jemand auf die eine Wange, so halte ihm auch die andere hin. Nimmt dir jemand den Mantel, so lass ihm auch den Rock. Wer dich bittet, dem gib. Wer dir das Deinige nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Wie ihr von den Menschen behandelt sein wollt, so behandelt auch ihr sie. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Dasselbe tun ja auch die Sünder. Wenn ihr nur denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen einander, um das Gleiche dafür wieder zu erhalten. Liebt vielmehr eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid also barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Warnung vor freventlichem Urteil. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein gutes, volles, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß schütten. Denn mit dem gleichen Maße, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen. Er trug ihnen auch ein Gleichnis vor. Kann wohl ein Blinder einen Blinden führen? Fallen nicht beide in die Grube? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Jeder, der ausgelernt hat, ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge beachtest du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen, während du den Balken in deinem Auge nicht wahrnimmst? Du Heuchler, ziehe zuvor den Balken aus deinem Auge, dann magst du sehen, wie du den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehst. Kein guter Baum trägt schlechte Frucht, und kein schlechter Baum trägt gute Frucht. Jeden Baum erkennt man an seiner besonderen Frucht. Von Disteln pflückt man keine Feigen, und von Hecken liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatze seines Herzens Gutes hervor. Der Böse dagegen bringt aus dem bösen Schatze Böses hervor. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Gleichnis vom Hausbau. Was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Ich will euch zeigen, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und sie befolgt. Er gleicht einem Manne, der ein Haus baute, tief grub und die Grundmauer auf den Felsen setzte. Das Hochwasser kam und die Flut prallte an das Haus, aber sie vermochte es nicht zu erschüttern, weil es gut gebaut war. Wer dagegen meine Worte hört, sie aber nicht befolgt,
gleicht einem Manne, der sein Haus ohne Grundmauer auf die Erde hinbaute. Als die Flut daran prallte, fiel jenes Haus sogleich ein und stürzte krachend zusammen. Siebtes Kapitel. Der Hauptmann von Kapharnaum. Nachdem er alle seine Reden vor dem lauschenden Volke beendet hatte, begab er sich nach Kapharnaum. Dort lag der Knecht eines Hauptmannes, der diesem lieb und wert war, todkrank danieder. Als er von Jesus hörte, ließ er ihn durch jüdische Älteste bitten, er möge kommen und seinen Knecht gesund machen. Diese kamen zu Jesus und baten ihn inständig, er verdient es, dass du ihm dies gewährst, denn er liebt unser Volk und hat uns die Synagoge gebaut. Jesus ging mit ihnen. Als er nicht mehr weit vom Hause entfernt war, ließ der Hauptmann ihm durch Freunde sagen, Herr, bemühe dich nicht,